Je größer das Festival, desto deutlicher der Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Es gibt allerdings auch so ein paar Typen von Festivalbesuchern, die man auch wirklich auf jedem Festival anfindet. Egal, ob es nun 500 oder 50.000 Leute sind. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Typ 1, der Partylöwe. Fangen wir erstmal mit dem wichtigsten Festivalbesucher überhaupt an, weil der ist der Typ, der dann wirklich Stimmung in die Bude bringt. Der Partylöwe steht ganz vorne, vielleicht auch ein bisschen in der Mitte, weiter hinten und macht die ganze Zeit Rambazamba. Man fragt sich dann nur, ob er betrunken ist oder ob er wirklich so ist, die ganze Zeit so abgehen kann. Fakt ist, dieser Typ hat extrem viel Energie, springt durch die Gegend und wenn man so als normal beteiligter Zuschauer da irgendwie ein bisschen zu sehr an seinem Radio steht, dann kann man auch schon mal in eine Schraubstockumklammerung gezerrt werden und zum Mitmachen gezwungen. Zumindest bringt das Stimmung rein. Dementsprechend ist der Partylöwe für ein Festival auch wirklich von existenzieller Bedeutung. Kann nur manchmal echt anstrengend werden. Der Unbeteiligte. Ja, der Unbeteiligte ist so ziemlich das komplette Gegenteil zu Partylöwen. Er steht meistens so ein bisschen am Rand, also komplett am Rand, vielleicht so vorne, ganz daneben der Bühne und man fragt sich irgendwie, was er überhaupt dort macht. Also wie kommt der da hin? Ist er vielleicht vom Partylöwen geschnappt und dort einfach hingezerrt worden? Das kann ja bei Partylöwen immer mal passieren. Er sieht auf jeden Fall so aus, als ob er mit der Musik irgendwie gar nichts zu tun hat. So kommt einem das etwa rüber. Mir persönlich tun die Leute dann irgendwie immer leid, weil ich dann denke, die können irgendwie ihre Gefühle nicht so richtig rauslassen und haben dann nicht so viel Spaß wie andere. Der Übermütige. Übermütige sind so eine Art Partylöwe, allerdings auf eine etwas unfähige Art und Weise. Sie springen durch die Gegend, stören die anderen Leute nicht nur, indem sie einfach mal zu mitmachen zwingen, sondern sie stören, weil sie selber mitmachen und auf keinen mehr Rücksicht nehmen. Oft sind solche Störfaktor also Leute wie Beatdowner oder Hardcore oder sonst was für Leute, die halt gerne mal ein bisschen Violent Dancing machen und zwar in einer Horde von Leuten, die das nicht gerne tun. Beziehungsweise komplett Betrunkene, die einfach durch die Kante springen und überhaupt nichts mehr mitbekommen. Also die so komplett besinnungslos durch die Reihen flügen, dann möglicherweise Unbeteiligte verletzen. Die Peinliche, man muss es so sagen, sind auf der einen Seite ja ganz cool. Also man kann ja mal ein bisschen lachen und ein bisschen Spaß haben, sich mit den Leuten auch verdammt gut unterhalten, also solange sie nicht zu besinnungslos sind. Aber manchmal nimmt es Form an, die sind einfach nur noch eklig. Also wenn man so komplett entblößt, sich durch den Schlamm wälzt und dann sein Genital an einem abschmiert, das finde ich dann irgendwie nicht mehr lecker. Ich weiß nicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich gebe das eine, ja. Die können durchaus zu einer Plage werden. Vor allen Dingen ist das eine Gruppe von Leuten, die Energie auch außerhalb dieses Konzertgeländes noch nicht ausgegangen ist. Also die rennen dann noch rum, mischen die Leute noch weiter auf. Der Partylöwe macht Party. Die Peinlichen auch. Meistens sind sie zumindest der Mittelpunkt einer Party, die sich dann spontan um diese Leute bildet und die dann einfach einen Heidenspaß daran haben, die Leute zu beobachten. Schlammcatchen, Akrobatik oder schwere Verletzungen. Alles, was Brot und Spiele beinhaltet. Der Musiktheoretiker. Er ist ganz streng bei der Sache. Man merkt, dass er wirklich mit der Musik mitfiebert, jede kleine, feine Nuance der Musik kennt und er sitzt auch früh auf seinem Stuhl und ist schon in Gedanken bei dem Konzert, was gleich stattfinden wird. Er ist natürlich auch sofort vor der Bühne, zusammen mit den Partylöwen, die ja sofort, also die brauchen ja keinen Schlaf irgendwie. Und da steht er nun da, der Blick starr nach oben gereckt. Adleraugen bohren sich telepathisch in die dort oben stehenden Musiker und man glaubt fast zu sehen, wie Energiewellen die Noten, die die Musiker gleich spielen sollen, telepathisch übermittelt. Vielleicht funktioniert das mit diesem Live-Spielen auf Metal-Konzerten nur wegen solcher Musiktheoretiker, die ihre Superfähigkeiten auf die Bands übertragen. Wäre eine gewagte Theorie. Die Urlauber. Urlauber nenne ich jetzt einfach mal die Leute, die einfach auf das Festival kommen, weil sie ein bisschen Urlaubsstimmung machen wollen und einfach mal so ein bisschen alle Zwänge von sich fallen lassen. So ähnlich. Was an dieser Art von Leuten meistens ein bisschen unangenehm ist, ist die Tatsache, dass sie sich mit der Musik nicht auskennen, oftmals auch gar nicht für die Musik begeistern. Vor allen Dingen auf Metal-Festivals ist das ja nun so ein bisschen das Problem, dass es von Leuten so ein bisschen unterwandert wird, vor allen Dingen bei den Großen, die einfach nur zum Party machen hingehen. Und das sind diese Party-People-Urlauber, die sich auf solchen Festivals tummeln. Keine schöne Angelegenheit, weil sie den anderen so ein bisschen den Spaß verderben, vor allem den Musiktheoretikern. Ich denke, jedem von uns sind schon mal diese Leute aufgefallen, die dann einfach so aus dem Nichts kommen, seltsam sind und weg sind. Holy crap! Die Psychologen. Das sind Leute, die sich meist in den hinteren Reihen rumdrücken an den Bierständen und einfach ein wenig gepflegten Smalltalk mit allen möglichen Menschen halten müssen, die vorbeikommen. Entweder mit dem, der Bier ausschenkt oder mit irgendwelchen Besinnungslosen, die an der Ecke lehnen oder mit den Leuten in den hinteren Reihen, die einfach mal so gekommen sind, um zu gucken, was das nun jetzt ist, so das da gerade spielt. Oder einfach nachts über den Campingplatz laufen und erzählen,
wie sie in den USA von den Cops beim Grasdealen erwischt wurden. True Story. Oder ganz vielen anderen crazy shit und dann versucht man irgendwie zu kapieren, warum die das machen und schon sind sie wieder weg. Nächste Kategorie sind die Festival-Mamas. Die Festival-Mamas kennt jeder, sie haben alles dabei, sie sind nett und lieb und sie geben alles. Ob es das Pflaster ist oder ein kaltes Bier oder körperliche Liebe, sie haben alles für dich. Mamas und körperliche Liebe, also ihr wisst, wie ich das meine, hoffe ich. Es ist einfach nur cool, so jemanden im Gespann mit dabei zu haben, weil man muss sich um nichts kümmern, man kriegt alles hinterhergetragen. Das ist einfach nur klasse. Das Wichtigste ist halt, dass sie dabei sind. Also vor allen Dingen für die Leute, die ein bisschen chaotischer sind und sich nicht ganz so kontrollieren können. Die kultigen Grim and Frostbitten Ultra Toon Black Metal Kunden findet man auf Festivals nicht. Ja, warum nicht? Ich glaube, dazu müsste man ein eigenes Video machen, um die Psyche dieser Leute zu erklären. Aber meistens liegt es daran, dass sie auf so einem Festival einfach nur verprügelt werden würden. Wahrscheinlich sogar von den Festivalmamas. Die Ökos. Ich glaube, jeder hat in seiner Gruppe so einen richtigen Öko, der als erstes, bevor er überhaupt sein Zelt auspackt, erstmal seine Bong auf den Tisch stellt. Dann zieht er erstmal zwei, drei durch, liegt im Gras, schläft bis zum nächsten Tag und vielleicht baut er dann sein kaltgepresstes, aus Leinensäcken zusammengestanztes Öko-Zelt auf. Die Kampftrinker. Kampftrinker sind ja irgendwie sowieso mindestens 70% aller Festivalbesucher. Zumindest denken sie das in dem Moment, wenn sie das Festivalgelände betreten, dass sie in diesem Moment auch zu Kampftrinkern aufsteigen. Also so richtig Elite und so. Das endet dann meistens im Graben oder im Koma. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich habe echt keine Ahnung, dass jetzt wirklich 10 sind. Ich habe es einfach mal in die Beschreibung geschrieben, weil ich halte dieses Video einfach mal jetzt spontan ohne Skript. Vielleicht merkt ihr, dass damit der Gesprächsfluss ein bisschen freier ist und ein bisschen schneller funktioniert. Funktioniert wirklich ein bisschen schöner, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie euch jetzt das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte postet mir mal eure Anmerkung oder so darunter oder gebt dem Video mal einen Daumen, damit ich mal mitkriege, ob ich das vielleicht in Zukunft generell ohne Skript machen soll, weil es dann vielleicht ein bisschen besser rüberkommt. Kann ja sein, ist ja vielleicht ein bisschen, ja, natürlicher, finde ich. So Leute, dann reingehauen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Und ja, um Robse von Equilibrium zu zitieren, bleibt alle geil. Ficken. Aus seinem eigenen Kot baut dieser Typ eine Pyramide. Eine Pyramide. Aus Kot. Kot.